teach you something you won't forget. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About Redstone. Wie immer zusammen mit meinem Bruder Psychogear, wenn es um Redstone und Angelegenheiten geht. Hallo. Und ja, heute spielen wir auf meinem neuen 1.7.2 Server. Gerade frisch erschienen, heute Nacht irgendwann rausgekommen. Verdammt lustig, was man mit den neuen Befehlen in 1.7 anstellen kann. Wir haben da ein bisschen rumexperimentiert. Obwohl wir ja eigentlich sagen müssen, dass wir mit Command-Blöcken nicht allzu viel machen in den meisten von unseren Projekten. Aber da jetzt richtig geile Möglichkeiten auf uns zukommen, haben wir doch ein paar Projekte mit Command-Blöcken angefangen. Ihr könnt euch nämlich zum Beispiel auf ein Labyrinth im Antichamber-Style freuen. Das wird demnächst Release feiern, vielleicht auch eine offene Beta. Und das wird sowas von geil. Ja, ich kann es euch sagen, es wird verdammt geil. Ich werde höchstwahrscheinlich einen Forum-Post raushauen mit der Aufforderung zur Teilnahme an der offenen Beta. Dann werdet ihr quasi, ihr bekommt die Möglichkeit, während der Beta-Phase, während wir noch am Rumwerkeln sind und Bugs am Fixen sind, das Labyrinth zu testen und Fehlerberichte abzugeben. Also wenn ihr irgendwelche Fehlerquellen gesehen habt, könnt ihr dann direkt sagen, hier, hör mal, das und das ist passiert, guck mal da drüber, dann können wir direkt abhängig zum, ja, zu der Person, die den Fehler gefunden hat, den Fehler sofort beheben. Das werden wir versuchen irgendwie durchzusetzen, da haben wir uns auch schon ein gutes System für überlegt. Und ja, seid gespannt, das wird demnächst noch kommen. Ja, hier haben wir ein kleines System aufgebaut, was mit den neuen Commands von 1.7.2 funktioniert. Und zwar ist das hier ein absolut wireless Redstone, eine Schaltung ohne Redstone-Kabel quasi. Ja, das heißt, das ist im Prinzip kann man wahrscheinlich erkennen, was es sein soll. Man hat einen Hebel und eine Lampe, das heißt, wenn man den Hebel umlegt, geht die Lampe an. Und wenn man ihn wieder ausschaltet, geht die Lampe auch wieder aus. Und das alles halt eben wirklich nur mit dem Hebel und der Lampe. Und ja, steckt natürlich schon ein bestimmtes System dahinter, aber man sieht halt eben nur den Hebel und die Lampe und mehr ist da nicht. Genau, es geht jetzt nämlich. Oh, mach. Ja. Ihr legt den Hebel um, die Lampe, den Luftschild geht an. Ihr legt den Hebel nochmal um und die Lampe geht wieder aus. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, wie zum Teufel geht das? Wolltest du noch eine kleine Anmerkung sagen? Ja, einen kurzen Blick. Mach du schon mal kurz weiter, ich muss kurz was nachgucken. Alles klar. Ja, das Ganze funktioniert natürlich nicht ohne Redstone. Das Ganze würde ohne Redstone überhaupt nicht funktionieren, es sei denn, ihr benutzt eine Mod, beziehungsweise ein Plugin, das euch jemand geschrieben hat. Da wir alles immer in Vanilla machen, handelt es sich hier um einen Aufbau, der zwangsläufig mit Redstone funktionieren muss, weil ansonsten dieses Prinzip von übertragener Information in Vanilla nicht möglich wäre. So, wolltest du noch was sagen? Ja, ich habe gerade kurz mal nachgeguckt, und zwar die Grundidee bzw. den Anstoß für dieses System habe ich aus dem Minecraft-Forum von dem User Sparkle, das heißt, die Grundidee kommt von dem, nur um halt eben so ein bisschen Credit zu geben, nicht dass nach einer sagt, das war der und nicht ihr. Ja, im Prinzip kann aber jeder mit genügend Grips auf diese Idee kommen. Es ist nichts Weltbewegendes. Wenn man sich die neuen Commands anguckt, ist es relativ logisch, dass man irgendwann auf diese Idee kommt, das umzusetzen. Ja, wollte ich halt eben nur mal kurz anmerken. Genau, also ihr müsst nicht zwangsläufig unsere Namen erwähnen, wenn ihr das System hier weiter publiziert. Wäre natürlich schön, wenn ihr es tatsächlich durch uns erfahren habt, unseren Namen auch zu erwähnen. Ah, hier sieht man schon die Schaltung da unten ein bisschen. Ja, müsst ihr aber nicht. So, dann wollen wir mal hinter das System gucken, was sich hier hinter dieser Lampe verbirgt, mit dem Schalter, die in der Luft schweben. Und zwar haben wir im Prinzip eine einzige Clock, eine Redstone-Clock, die könnt ihr auch ersetzen durch eine Trichter-Clock, die also sich nicht aufhängen kann bei einem Server-Restart oder bei Chunk, wenn der Chunk neu geladen wird. Die ist natürlich allerdings etwas langsamer. Genau, die ist ein bisschen langsamer, das heißt, die Lampe, wir können ja mal einen zur Vorführungszeit bauen. Ist ja jetzt nicht besonders schwer. Na. Hast du? Gut, Item rein. Jo. So. Dann sollten wir vielleicht noch einen Repeater vorsetzen, damit das Ganze. Ja, das wäre ganz gut. So, optisch ansprechend. Das Ganze funktioniert jetzt auch. Wenn ich den Hebel umlege, geht die Lampe auch an. Ah, ne, es funktioniert nicht mit einer Trichterglocke. Die Trichterglocke ist so langsam. Ja, die ist zu langsam. Das heißt, ihr müsst dann
sozusagen eine normale Dingens-Clock benutzen, eine normale Comparator-Clock benutzen. Ich arbeite allerdings momentan an einem System, mit dem man die Comparator-Clock auch sozusagen ja, nicht unzerstörbar machen kann, aber so, dass sie sich nicht aufhängt. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege, aber. Wird schon schief gehen. So, also mit dieser Clock funktioniert es auf jeden Fall. Ihr seht, das Design funktioniert. Das ist auch im Prinzip sehr einfach. Wir haben hier im ersten Command, wenn du da mal reingucken möchtest, Philipp, haben wir da einen Test for Block Command. Das heißt, der testet für einen, also testet, ob ein bestimmter Block in einer bestimmten Position ist. Und das Hier. ist hier diese geschweiften Striche, diese Tilden sogenannten, heißt nutzt dann das relativ zum Command Block. Das heißt, es ist 0 in der X-Achse, 0 in der Z-Achse und 9 über dem Command Block. Und der Block ist die Block-ID Nummer 69, das ist der Hebel und die 12 dahinter ist der sogenannte Data-Tag, das heißt, das ist eine weitere Angabe zu dem Block und in dem Fall heißt es jetzt in die bestimmte Richtung guckend und eingeschaltet. Genau. Und das heißt, der Comparator hinten für den Test for Command, der geht nur dann an, wenn der Block hier wirklich tatsächlich ein Hebel ist, der in diese Richtung guckt, beziehungsweise sich an dieser Seite vom Block befindet und eingeschaltet ist. Ansonsten geht er nicht an. Genau, um das mal zusammenzufassen. Teste für einen Block relativ zum Command-Block in der X-Achse 0, relativ zum Command-Block in der Z-Achse ist hoch, ne? Ja. Y. Y ist Y, nee, Y ist das. Doch, doch, Y. Doch, Y ist Y. Y ist 9, also über dem Command-Block 9 und in der Z-Achse 0. Mit der ID 69, also Hebel, mit dem Data-Tag 12, also ausgerichtet in diese Richtung und eingeschaltet. Das Ganze könnt ihr natürlich auch machen für einen ausgeschalteten Hebel. Dann wäre der Hebel einfach umgedreht. Dann würde er die Lampe an sein, wenn der Hebel aus ist. Oder ihr nehmt hier die Fackel weg und jetzt setzt ihr durch einen Repeater, dann ist nämlich die Schaltung umgedreht. Dann würde das Ganze auch wieder einen Sinn machen. Das war beim guten Spark auch etwas umständlich. Der hat nämlich sozusagen für einen ausgeschalteten Hebel getestet. Das heißt, musste das danach nochmal umdrehen. Ist im Prinzip unnötig, wenn man das sowieso für einen eingeschalteten Hebel testet. Aber naja, ich weiß nicht genau, ob das alles auch genau für einen Block geht. Entschuldigung, für einen Knopf zum Beispiel, ob es einen Data-Tag gibt für einen nicht gedrückten Knopf. Doch, den gibt es aber für einen gedrückten Knopf. Der ist, weiß ich nicht genau, ob es das gibt. Theoretisch schon, weil du ja sehen kannst, zeitweilen, aber ist jetzt auch uninteressant, das könnt ihr ja selber rausfinden. So, das Ganze funktioniert wie folgt: Wenn wir jetzt den Hebel mal umlegen und die Lampe einschalten, dann seht ihr folgendes: Da ja dieser Command-Block hier ständig von einem Redstone-Signal getestet wird, kommt jetzt ein Output. Da nämlich jetzt sich auf dem neunten Block über dem Command-Block ein eingeschalteter Hebel befindet, bekommen wir ein positives Output, welches dazu genutzt wird, diese Fackel hier auszuschalten, also quasi eine Negierung in dieser Leitung. Und dadurch, dass diese Leitung jetzt ausgeschaltet ist, kann diese Clock hier diesen Command-Block ständig neu mit Stromimpulsen versorgen. Und Ja, weil dieser wenn nämlich, Command-Block. ne, Entschuldigung, ich wollte nur kurz anmerken, weil wenn nämlich der Command Block generell von der Seite angeschaltet wird, dann kann man den auch durch konstante Pulse nicht weiter sozusagen betreiben. Das heißt, er muss von komplett ausgeschaltet auf eingeschaltet werden. Genau. Ja, Das heißt, weil. jetzt gerade befindet er sich quasi in ich wurde benutzt und warte Modus. Das heißt, er wartet jetzt darauf, dass das Signal wieder ausgeht, um dann wieder angehen zu können. Das heißt, es wird erst dann wieder ein Befehl ausgeführt, wenn es ausgegangen ist, das Signal, und dann wieder angegangen ist. Und das passiert ja hier gerade bei der Clock. So, und da die Clock diesen Command-Block jetzt gerade an- und ausschaltet, macht er nichts anderes als diesen Befehl hier, den Schrägstrich könnt ihr rausnehmen, Setblock wieder relativ zum Command-Block 090 mit der ID 124. 124 ist eine eingeschaltete Redstone-Lampe. Das Problem bei der ganzen Sache ist, ihr könnt nicht einmalig eine eingeschaltete Redstone-Lampe spawnen und die bleibt eingeschaltet, sondern ihr müsst konstant eine eingeschaltete Redstone-Lampe spawnen, weil diese nämlich beim sich selbst spawnen direkt ein Block-Update bekommt und feststellt, dass sie ja eigentlich gar nicht an sein kann, weil sie ja keinen Redstone-Impuls bekommt und dadurch direkt ausgeht. Das heißt, ihr habt nur ganz kurz eine eingeschaltete Lampe, die dann sofort ein Update kriegt und ausgeht. Dadurch, dass diese Clock jetzt aber schnell genug ist, um quasi diesen Block-Update zu überspringen, spawnt diese eingeschaltete Lampe schneller nach, als dass sie das Block-Update bekommt. Das heißt, ihr habt konstant eine eingeschaltete Lampe, optisch. Rein theoretisch habt ihr hier aber ständig eine neu erscheinende Lampe. Das heißt, wenn dieser Hebel aktiv ist, spawnt hier alle, weiß ich nicht wie viel Zehntelsekunde, eine neue eingeschaltete Lampe. Und wenn ihr diesen Hebel ausschaltet, dann wird dieses Neuspawn deaktiviert.
Dadurch wird durch diesen Block-Update die Lampe ausgeschaltet und ihr habt wieder ein, ja, ein ausgeschaltetes Redstone-System. Ja, und deswegen hat es auch vorhin mit der Hopper-Clock nicht funktioniert, weil die nämlich zu langsam ist. Das heißt, das System funktioniert zwar, allerdings wird dann die Lampe zu langsam nachgespawnt. Das heißt, sie geht aus, bevor sie neu gespawnt wird. Und ich glaube, bei der Computer-Clock ist das jede zweite Zehntelsekunde, bei der Hopper-Clock jede vierte. Und deswegen ist es halt einfach zu langsam. Das heißt, die Lampe wird gespawnt, geht aus und dann erst kommt die nächste. Und deswegen blinkt die so komisch. Ja. Ich würde sagen, wenn ihr noch Fragen zu diesem System habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Oder falls ihr zufälligerweise doch einen Weg wissen solltet, wie man eine eingeschaltete Redstone-Lampe konstant spawnen kann, ohne dass man sie dauernd nachspawnen muss, das wäre nämlich sehr hilfreich. Ja. Dann schreibt es auch unten rein, auf jeden Fall. Weil das würde uns brennend interessieren, das würde viele Probleme lösen. Vielleicht kommen wir selbst sogar noch drauf, dann schreibe ich das noch in die unten in die Beschreibung vom Video mit rein. Aber bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob das irgendwie möglich sein sollte. Außer jetzt natürlich abgesehen von Plugins, aber wir reden hier ständig von Vanilla. Ja, wir lassen uns mal überraschen, was ihr so für Ideen habt. Wäre auf jeden Fall nett. Okay, das war's jetzt auch schon wieder. Wir werden wahrscheinlich noch einige weitere Videos machen zu den neuen Command-Block-Befehlen. Es gibt nämlich sehr, sehr viele lustige Sachen, die man damit machen kann. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Dann würde ich sagen, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Video. Bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss.